Andreas, wir haben eben gerade die Terra Preta, also die Schwarzerdegrube gesehen und darauf hingewiesen, dass hier eigentlich der Boden eher rot ist. Ja, und das sehen wir, glaube ich, hier. Ja, das ist jetzt hier, was macht ihr hier? Ja, hier haben wir jetzt ausgegraben, um die rote Erde zu gewinnen. Die nehmen wir zum Häuserbau, braucht man kein Zement mehr. Sobald die fest wird, hat sie eine sehr gute Stabilität. Und zum Verputzen kann man sie auch verwenden. Aber der eigentliche Grund, warum wir hier ausheben, ist ein weiteres Wasserbecken anzulegen, wie wir es schon gesehen haben. Hier werden auch ungefähr 50.000, 60.000 Liter Wasser nachher drin sein. Und da haben wir einen schönen Vorrat wieder für Trockenperioden. Wunderbar.